Okay, Maiduk, starkes Rennen heute, lange auf dem heißen Stuhl gesessen. Ich nehme an, du bist sehr zufrieden mit dem Auftakt. Ja, auf jeden Fall. Kam ein bisschen unerwartet, bin ich ehrlich. Also ich habe schon eine gute Zeit von mir erwartet, aber dass sie dann so gut war, geworden ist, sage ich jetzt mal, habe ich nicht damit gerechnet. Und ja, ich sage mal so, jetzt bis jetzt vom eigenen Teamkollegen, ich weiß gar nicht, wie der Stand jetzt ist, aber aktuell, als ich noch geschaut habe, war ich Zweiter. Kann mich nicht beschweren. Aber du bist wahrscheinlich mit einer ordentlichen Portion Motivation hier in die Deutschlandtour gegangen. Ja, auf jeden Fall. Also Heimrennen ist immer was Besonderes. Ich durfte das schon zweimal mit Lotto Kernhaus erleben und jetzt natürlich mit Ineos ist nochmal was ganz Besonderes. Motivation ist auf jeden Fall ganz oben und natürlich auch mit der Schlussetappe dann in meiner Heimat in Stuttgart das Ziel. Auf jeden Fall richtig motiviert. Bei dem Kurs hier, legt man sich da einen Plan zurecht oder ist das Vollgas am Start und dann durchziehen? Ja, also wir haben schon gesagt, dass wir gucken, dass wir möglichst die erste Hälfte richtig drauf oder ja Vollgas geben bis zum Berg eigentlich, weil danach sind es vielleicht noch ein bisschen mehr als 1 Kilometer und das geht eigentlich mehrheitlich nur noch bergab mit ein paar Kurven. Und da war das Ziel eigentlich oben die Rechtskurve. Ja, soweit ist der Plan eigentlich gewesen. Jetzt bei 2,7 Kilometer kann man jetzt nicht irgendwie einen großen Pacing-Plan machen, da war eigentlich nur Vollgas angesagt. Was wird deine Rolle sein bei euch im Team? Ihr seid mit einer sehr starken Mannschaft hier bei der Deutschlandtour. Ja, also Adam ist ja hier, der jetzt auch bei der Tour war und Ben Tullett. Mit denen versuchen wir natürlich die Gesamtwertung zu gewinnen, das ist ganz klar das Ziel. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie es sich auf den Etappen dann ergibt und vielleicht kriege ich bei der einen oder anderen mal eine Freifahrt dann, wenn es zu einem Sprint kommen sollte oder wie auch immer. Aber vorrangig zählt erstmal die Gesamtwertung. Danke.